Hallo und herzlich willkommen zu StarCraft Remastered Replaycast 213. Wir haben das nächste Match vom Twitch StarCraft Holiday Bash. Wir haben ein TVZ und der Terraner hier in Violett, der wird dem einen oder anderen ein Begriff sein, denn das hier ist Arctosis. Hauptsächlich bekannt natürlich als Caster, sowohl in Brood War als auch in StarCraft 2 hat er seine komplette Karriere danach ausgerichtet, dass er Kommentator ist. Und ja, sein Gegner ist hier ein Sörgenrot. Er ist weniger bekannt, hat aber auch so seine Phasen. Das hier ist Cheyun. Und entgegen des Namens, er ist, glaube ich, mit koreanischer Abstammung, ja, aber eigentlich offiziell ist er ebenfalls aus Amerika. Amerikanischer Sörg. Ja, damit die beiden spielen hier gegeneinander. Cheyun ist jemand, der so in den letzten 2-3 Jahren tatsächlich wieder so angefangen. Also er hat quasi wieder angefangen mit StarCraft Remastered. Er hat davor schon gespielt. Und zwar bis 2012 sogar. Also er war jemand, der Brood War lange treu geblieben ist. Auch wo alle anderen schon zu StarCraft 2 gewechselt sind. Allerdings hat er damals nie so wirklich viel erreicht. Tatsächlich sein Erfolg kam dann erst in 2017. Da hat er eben die im SOTA Cup Masters konnte er zumindest sich bis zum 5., 6. Platz vorwärts kämpfen. Hat sich da $1000 verdient. Und hat immer wieder so, ja, starke Ladder Matches. Er ist jemand, der auch viel streamt oder der sehr aktiv gestreamt hat. Momentan weiß ich gar nicht, ob und noch, wie viel er noch streamt. Und ja, sein Gegner ist Arctosis. Berühmt, berüchtigt. Aber auch Arctosis, er hat so schon eine Schwierigkeit, er hat mit StarCraft zu kämpfen. Natürlich hat er so sehr viel kommentiert. Kommt da als Spieler auch nicht, ja, so viel dazu. Und natürlich, er spielt Terraner. Er ist auch gar nicht mal Salt hier. Es gibt genügend Videos von Arctosis, wo er ja ordentlich am Ragen ist. Wegen StarCraft. Weil er Protoss nämlich nicht leiden kann und TTs. Das ist eben Arctosis als Terraner. Ja, kann schon mal vorkommen. Aber wir haben hier keinen Protoss am Start. Wir haben hier einen Terraner gegen Zerg. Unsere erste Map zwischen den beiden. Das hier ist Circuit Breaker. Circuit Breakers. Ich glaube, das S gehört mit dazu zum offiziellen Kartennamen. Wir haben mal kurz ein SCV gefinisht und wir hatten hier die Expansion beim Zerg und da kommt auch schon die dritte Basis bei Cheyun, während das Arctosis ebenfalls mit der One-Rex Expansion nimmt sich das Gas, baut sich hier einen Bunker mit dazu, weil das noch einige Linge, die könnten gefährlich. Ah, das ist eine Academy, Entschuldigung, das ist gar kein Bunker, das ist die Academy. Und ja, das sind einige Linge draußen, die kriegen ihr Speed-Upgrade, da kommt ein Leertech und ein Hydrodan. Es gibt also hier recht bald die Hydras, natürlich Lurker gegen Bio. Ist ziemlich mächtig, wenn Arctosis hier auf Bio spielen möchte. Momentan sieht es danach aus, denn er geht hier auf den Doppel-Rex-Opener und holt sich noch eine E-Bay mit dazu. Also das wird hier auf jeden Fall am Anfang Bio werden. Man kann später noch zu Max switchen. Gerade wenn Ultralisken kommen, wenn wir so sehr ins Late-Game geraten, dann kann es durchaus sein, dass der Terraner wieder rüberwechselt auf Ullis. Wieder auf Mech, wenn er eben sich mit Ullis konfrontiert sieht. Aber gegen Ling-Lurker, Ling-Hydra-Lurker, übt man erstmal Bio, Medics, Marines und Firebats, je nachdem, was die Gegnerkomposition sehr gut. Ja, wir haben hier kurz den Link dabei rein, einfach in die Netzschule. Arctosis, er geht nicht ganz blind. Da zwei SCVs, die Linge wollen hier auch wieder raus. Und sie kommen auch raus, zumindest drei davon. Und das hat sich gelohnt. Zwei SCVs für einen Link, vollkommen in Ordnung, der Trade. Und Cheyun währenddessen, er hat die dritte Basis, er hat den Lurker-Aspekt unterwegs. Also bei ihm läuft eigentlich alles ziemlich rund. Arctosis, er sammelt sich jetzt hier nach und nach eine Army. Und die ist jetzt dann eigentlich auch mal kampfbereit mit Stim und dem Medic Heal. Dann kann er auch loslegen. Und dann will man wirklich Pressure anfangen. Wenn man Stim hat, wenn man den Heal hat, dann kann man als Bio-Terran wirklich mal loslegen. Bevor ist man, fühlt man sich nicht so stark und wird von Speedlingen ziemlich zerpflückt. Daher hat Arctosis jetzt eben hier sein Timing. Er setzt jetzt auch die ersten Scans an, die er hat, dank natürlich der Comset Station, dank der Academy. Scannt die Mainbase, sieht Leertech, sieht Hydrodan. Und ja, da geht's los mit der Bio. Sie pusht mal ein bisschen raus. Ab die Linge haben hier Speed-Upgrade. Kann also auch den Terraner ein bisschen zum Narren halten. Und da wird einfach reingerannt an den Medics vorbei, mitten rein in die Main. Und Arctosis muss komplett sich zurückziehen. Da kommt das erste Firebat. Der hilft hier. Und ja, kann zumindest mal fast den ersten Link klären. Die Dinge aber trotzdem, man sieht Arctosis gesamt. Wir haben ihn wieder dadurch zurückgezogen. Er wollte ja eigentlich einen Move-Out gerade starten. Und jetzt wird er daran komplett geändert. Der Firebat hier hat auch nicht ganz so die Effektivität, um mit diesen Linien fertig zu werden. Da müssen doch ein paar Marines damit dazukommen. Da kommt man hört den Stimp überall. Der Firebat geht sogar nochmal down. Ich glaube, Arctosis hat ordentlich viel gestimmt gerade. Es geht. Marines ist nicht mega tot. Und ja, der Rest der Army ist jetzt endlich unterwegs. Denn das ist das, was Arctosis eigentlich vorhatte. Man will eigentlich angreifen, bevor überall Lurker in Position sind. Problem ist, da kommt er wahrscheinlich fast ein bisschen zu spät, weil hier ist die Lurker und die Sunken Defense bereits im Start. Sogar Doppel-Lurker. Das ist mies.
Doppel-Lurker und Overlord drüber. Das ist, damit es ja unmöglich ist, das Ding zum Targeten. Das ist richtig, richtig nervig, was Jeon hier macht. Bei Autosis kommt jetzt eben noch das Range-Upgrade. Die Uranschall, die Uran-Ummantelung für seine Geschosse. Und wir haben danach die Factory mit dazu. Also jetzt wird auch höher getaggt. Es gibt wirklich mit 4 Barracks ein ziemlich hartes Commitment auf Bio-Playstyle. Da kommt jetzt auch noch ein Bunker mit dazu. Wozu wird der Bunker gerade gebaut? Ich bin mir nicht sicher, wo der Bunker gerade kommt. Bin ich blind? Ach, hier hinten, da. Ein Anti-Mutalisken-Bunker. Aber es kommen keine Mutas, denn es ist bereits Hive unterwegs. Jeon taggt hier ziemlich rapide von Ling auf Lurker auf Hive. Und das heißt, Ultralisken sind gar nicht mal mehr so weit weg, weil der Hive ist schon zu 33% fertig. Und hier die Lurker laufen einfach fröhlich vor dabei weg. Bisher konnte der Toastis nicht viel tun gegen den Zerg. Und das ist eigentlich richtig schön für den Zerg. Je länger der Zerg hier ungestört ist und sich nicht gegen irgendwas verteidigen muss, desto besser. Weil der Zerg ist gar nicht ungestört, kann da dronen, kann seine Defense entspannt aufbauen, holt sich jetzt hier auch seine Upgrades. Das ist gefährlich für Atosis. Er hat natürlich die Scans, er kann ständig scouten und hat auch hier oben nochmal ein bisschen Vision, aber aktuell hat er eben noch nicht viel erreicht. Da kommt einfach ein Lurker-Run bei, währenddessen eben der Hive-Tag gleich fertig wird und bei Atosis kommt jetzt eben der Starport. Irradiate wird dringend benötigt, Science-Assets werden dringend benötigt, aber das dauert noch, bis sie da sind. Man sieht eben der rapide Tag vom Zerg. Macht dem Tyrannus zu schaffen. Atosis muss hinterher taggen und das fällt ihm hier wirklich nicht einfach. Und ja, Jeon hat hier auch die Lurker-Defense auf dem High Ground. Da hochzulaufen mit Bio ist auch ein Ding der Unmöglichkeit. Man kann es versuchen, ob man viel Erfolg damit haben wird, ist fraglich. Immer der Overlord war schnell gesniped von den ganzen Marines. Die Lurker hier haben sich vom Ausgang positioniert. Und da kommt der erste Nidus-Kanal. Und da kommt der vergiftete Hügel, als auch der Spire. Nochmal keine Uli-Cavern, sondern tatsächlich, es geht Richtung, ja, Guardians, wenn man wirklich auf Ultra-Late-Game geht. Also erstmal Spy und dann Greater Spy und dann Guardians als Mutation aus den Mutalisken. Und natürlich, die Pfeile-Pit ist auch mega mächtig. Die Pfeile mit dem Blinding, nein, nicht Blinding Cloud, mit dem Dark Swarm, mit der Plague. Und übrigens auch hier wieder die Lurker gestackt, drei aufeinander. Also für Atosis, er kommt nicht durch alle drei Lurker gleichzeitig durch, sondern er muss einen nach dem anderen, da würde so viel Schaden dabei nehmen, dass sie nicht vernünftig hochkommen. Man sieht, ob bei ihm kommt ein Wandel an Tech, da kommt nicht die Factory mit Machine Shop, erforscht hier gerade den Siege-Modus. Wir sehen, da ist das erste Dropship unterwegs und hier kommt die Science Facility für dann eben die angesprochenen Science Vessels. Wir haben den 2-Basen-Terraner gegen den 3-Basen-Zerg immer noch. Und ja, die Defiler werden vorbereitet und wie gesagt, ich sehe die Situation momentan echt gefährlich für Atosis, weil der Zerg schon so weit ist. Und auch der Tech ist ein bisschen verstreut. Queen's Nest und Defiler Mount stehen in der dritten, während das in der Rest steht eigentlich in der Main. The Natural steht da Tech. Da steht ein Evolution Shaper und der Nydus. Die Nydus-Verbindung ist hier. Ja, Zerg nochmal am Scouten, schickt auch jemand den Lurker hoch, hier das SCV und Drone sagen sich mal kurz Hallo. Und das SCV greift hier auch an. Beide greifen sich gegenseitig an, das ist gerade der Hauptfight, der hier abgeht. Aber da ist ein Lurker nochmal mit dabei und der kann einfach aushelfen. Das SCV wird den Fight gegen den Lurker nicht gewinnen und da geht's auch noch. Und die Drone kann entspannt die Basis setzen. Man sieht auch, Jeon hat einiges an Ressourcen auf der Bank. Baut auch die ersten Scourge, weil er weiß, er braucht eine Konterwaffe für eventuelle Dropships oder eben Science Vessels. Erstes Dropship ist ja unterwegs, weil dann kann man von zwei Seiten die Lurker angreifen. Problem ist aber, wie man hier sieht, der Defiler ist schon da. Also Atosis, es kommt halt von ihm alles ein bisschen spät. Später als es brauchen könnte. Aber er pumpt fleißig weiter. Supply technisch ist er immer noch vorne. Hat recht viel Gas auf der Bank und dritte Basis bei ihm. Sollte, denke ich, auch mal bei meinem Thema werden. Da wird auch gerade eine gebaut. Und ja, der Drop ist jetzt hier drin, aber da kommt der Dark Swarm. Da kommen die Lurker unter den Dark Swarm und damit die Marines. Ja, sie kriegen zumindest noch mal den Overlord. Nö, sie kriegen nicht mal den Overlord. Und hier war ein neuer Lurker gemorpht. Die Lurker hier sind ja eine gefährliche Posi. Da sind keine weiteren Lurker gerade ready. Die werden jetzt hier fertig. Man sieht, die Eier halten einiges aus. Die Lurker müssen sich aber sofort eingraben, ansonsten haben die ein schweres Leben. Da kommt auch direkt ein Scan. Lurker werden jetzt eingebuddelt und der startet noch ein bisschen durch. Aber die Marines setzen sie erstmal durch. Nehmen einige Einheiten draußen. Die dritte wird jetzt belagert. Aber da ist Reinforcement möglich. Durch den Nidus-Kanal und der Defiler hilft ja auch mit aus, der eine Lurker ist zwar nicht drin, aber hey, der andere stachelt und der hat Spaß. Wie man hier sieht, die Medics zielen zwar noch gegen, aber eh, wenn wir hin bleiben, jetzt gehen die ersten Marines dann. Hier geht's aber währenddessen drauf, trotzdem Hydra-Defense mit den Dingern zusammen. Das reicht locker hier für Jeon, um das abzuwehren. Kommt Atosis kein Stück vor, was die dritte Basis bleibt fest in den Händen vom Zerg, da kommt immer der weitere Makro-Hedge. Inzwischen wird der Zerg richtig, richtig gefährlich groß, viele Makro-Hedges. Viele Hedges generell, die Upgrades werden besser, da kommt die Plague. Und ja, beim Tyrannus sieht man eben auch die Umrüstung auf Mech. Da kommt Vehicle Weapons, da kommen Vultures, da kommt Triple Factory, da kommt eben genau diese Antwort Bio. Bio will man nicht ewig bleiben, sondern irgendwann braucht man halt doch die Mech-Feuerpower, um besser durchzukommen, vor allem weil jetzt hier eben auch die Uni-Cavern mit dazu kommt.
Mal sehen, was Chion noch aus der Sache macht. Bisher, Chion spielt das, glaube ich, sehr entspannt. Also er hat nicht so viel Stress. Er versucht jetzt hier mit Overlord-Drops in die Main. Doppel-Lurker. Dann werden das nicht drüben irradiert auf die Lurker. Die wurden gerade ausradiert. Aber eben hier ist die Pfeile plus Doppel-Lurker. Das kann mega viel Schaden verursachen. Einfach den Dark Swarm setzen, die Lurker drunter bringen und glücklich sein. Und der Terraner hat noch nicht die Masse an Science, das ist irgendwie alles mit irradiert zu bestrahlen. Sondern da gibt es erstmal noch Probleme. Der Link wird nochmal abgefangen. Und ja, die Lurker sind drin. Schnappen sich das Reinforcement. Und ja, SCV ist nur glücklicherweise noch nicht so viele gestorben. Man sieht die Marines, ja, sie ballern die Welt, aber es interessiert die Lurker einfach nicht unter dem Darkswarm. Ah, Wunderwelt Darkswarm. Range Damage einfach ignorierbar. Währenddessen hier nochmal Linge rennen rein, sehen die ganzen Marines hier, werden einfach abgefarmt. Währenddessen kommt es aber hier zu größeren Engagement. Da treffen sich die Armies mal aufeinander. Der Zerg hat jetzt hier nochmal einiges, ein paar Lurker mit dabei. Die Linge ziehen sich zurück. Währenddessen die Lurker hier sind noch immer am Start. Ist da nochmal ein Darkswarm? Ja, da ist nochmal einer gesetzt worden, glaube ich. Ja, das ist ein zweiter. Also hier ist so viel Schaden innerhalb dieses Mainbase. Er kriegt aber den Overlord mit dem Defiler. Das haben wir ein wichtiger Snipe. Hier drüben sind aber drei Lurker, vier Lurker sogar. Da drauf zu rennen ist gefährlich für die Bio. Und hier drüben geht es einfach mal mit dem Scourge. Die Jagd auf das Science Vessel ist angesetzt. Science Vessel ist down. Und die Lurker stallen hier noch mehr durch. Wenn die ja, kriegen hier nicht mehr so viel an Quills, aber einfach sie stacheln fröhlich durch die Gegend. Und das ist stressvoll genug. Hier drüben geht es nochmal rein mit dem nächsten Drop. Hier wieder die Lurker mit dem Dark Swarm hier und Gott, Atosis, er hat jetzt halt zwei Mining Bases, die beide inaktiv sind, weil er nicht davon minen kann, weil überall Lurker sind, damit kein Mining überhaupt. Zerg inzwischen 20 Supply vorne. Chion hat vier Basen fröhlich am Laufen, hat alles mit dem Nudus verbunden, hat die Lurker Defense und ja, Atosis, er ist hier bisher deutlich unterlegen. Er kriegt jetzt hier die Lurker nochmal gesniped in seine Main. So nach und nach, die Lurker in der Natural sind noch immer fröhlich am Durchstacheln. 7 Kills auf dem einen und 8 Kills auf dem anderen, also die haben schon fröhlich gesammelt. Dann ist da noch die Pfeile mit dabei. Ne, ich sehe ihn mal nicht mehr. Also der ist wirklich RIP, wenn das nicht geht. Hier nochmal nach vorne mit diesen Lurkern. Passanis werden rausgenommen. Und da kommt gerade der Anabolic Synthesis, das Speed Upgrade für die Ultralisten. Da kommen mal Upgrades. Die Linge ist momentan auf 1 Carapace. Kriegt dann 1-2-1 momentan. Ich weiß gar nicht, ob er Greener Glance drauf ist. Und hier geht's nochmal rein. Der nächste Drop wieder rein in die Terraner Mainbase. Und die Panzer sind gesiegt. Wenn die Linge ranrennen, können die Linge sich auch problemlos um die Panzer kümmern. Die Linge rennt jetzt nochmal weiter runter. Da geht's auf die Armory. Und wieder mal Atosis. Ja, er muss halt zurückkommen. Sein eigenes Building Place entspannt ihn jetzt hier ein bisschen aus seiner eigenen Basis. Er hat jetzt immer seine Natural wieder geklärt. Und kann in der dritten ein bisschen meinen. Aber hier drüben wird er von den Lurkern zerstachelt. Und man sieht hier einfach Chion. Der ist da klar im Wort. Atosis kommt da einfach nicht ganz gut. Jetzt mit dem Scan versucht die Lurker loszuwerden. Er kann die auch loswerden. Problem ist trotzdem. Chion kann einfach easy, ja, Ultra spawnen, er kann Lurker nachbauen, wenn er möchte. Er geht gerade auf den Traitor Spire, wenn es in die Dinge hier drüben. Ah, sie kriegen nicht so viel kaputt. Und werden jetzt von der Bio aufgeräumt. Sie haben versucht, ein paar Gebäude zu snipen, aber die werden nochmal counter-repaired. Und jetzt Atosis Army ist unterwegs. Aber er ist halt auch echt auf einem Timer, weil hier kommen die Ulis angelaufen. Anabolic Synthesis ist drauf, immer die Minen sind auch gut gegen Ultralisken. Waren ziemlich viel an Damage, man sieht hier die Ulis, tanken aber auch einiges weg natürlich. Also jedes Minenfeld wollen die jetzt nicht unbedingt durchlaufen, aber ein Minenfeld halten sie mal aus. Und da kommen 11 weitere Drones für Chion. Der nähert sich in großen Schritten in Maxos Linge, werden jetzt reingeschickt, um die Linge, um die ganzen Minen zu triggern. Aber gelingt nicht ganz so gut. Und hier drüben gab es nochmal weiteren Drop mit den Lurkern, aber die wurden jetzt hier geklärt. Trotzdem 100 Supply zu 140. 15 Minuten in diesem Game. Und Atosis hier wirklich. Man sieht, wie viel Zerg überall ist, wie viel rot leuchtet, wenn wir in Chion zwischengehen. Ich meine, er hat hier recht viel Spaß eigentlich. Er sieht, was so abgeht. Er hat die meisten Basen schon in Besitz genommen. Wie er einfach Massen expandiert gerade. Und Atosis hängt halt auf seinen drei Command-Centern fest. Aussicht auf eine vierte Basis ist nicht gut. Weil er kriegt nicht mal seine drei Basen hier vollständig saturiert. Weil einfach so viel verloren hat durch die Drops. Ja, die Ulis pushen nach vorne. Aber das sind Minen. Die Ulis ja laufen da durch. Man sieht, die Minen sind ein gutes Drum. Baut man eben Mech als Konterwaffe gegen die Ultralisken. Das ist genau das. Weil Panzer und Spider-Mines ziemlich gut gegen Ulis sind. Und ich hier nochmal den Panzer haben, kriegt dann auch kriegen. Nein, nicht ganz. Kriegt nicht ganz. 25 Hitpoints. Aber es sind noch mehr Ulis da und eben der nächste Tag ist schon unterwegs. Da wird ein Mutas gebaut und der Greater Spire ist fertig. Also da sind die Guardians, die Wächter, nicht mehr weit weg. Schön, dass man das Wächter tatsächlich mal sieht. Und wer was will Atosis gegen Wächter machen? Er hat halt nichts in der Richtung, um das irgendwie klären zu können. Auf Goliaths mit Upgrades, davon ist er weit weg. Also er hat zwar die Factory, aber man sieht, er hat nicht wirklich viele Factories und ja, er musste noch Charm Boosters erforschen, wenn das hatte gerade noch ein Problem mit dem Ultralisken und hier drin wieder die Lurke in der Natural, noch mehr tote SCVs, auch wenn die Ulis alle rausgenommen wurden, der Zerg hat trotzdem einiges auf der Bank und da waren gerade 6 Guardians gemofft, ich bin mir noch gerade nicht sicher, wo? Ach da, okay, direkt vor der dritten und das ist Long Range Belagerungsdamage, mega gefährlich.
Merlinge kommen bitte zu als Unterstützung, da kommen weitere Upgrades. Und ja, Jeon hat einfach so viel Geld, er kann tun, was er will. Und Atosis kommt hier einfach nicht aus seinen drei Basen raus. Er sagt, im Circle gehört hier die Karte, man sieht es überall rot leuchten. Und jetzt sind die Guardians hier und ich denke, das wird einfach das GG-Chain für Atosis. Weil dass er hier auf eine halbwegs adäquate Menge an Goliaths kommt gegen die Guardians, halte ich für unwahrscheinlich. Man sieht hier, die Marines stimmen jetzt dran. Aber da kommen noch ein paar Länge mit und die Guardians bannen hier auf die Marines ziemlich gut aus. Nee, das könnte man sogar hinhauen. Mit den Marines, weil die Guardians gerade wenig Support haben, weil der Support kommt gerade hier noch angelaufen. Also schön, vielleicht ein bisschen übermütig, aber man sieht ja trotzdem, die Guardians machen ordentlich viel Damage, sammeln die Marine Kills und damit Anti-Air kommen noch vorhanden. Da warten gerade 8 Ultralisten, aber da kommen die Scans von Atosis. Das sind die potenziellen GG-Scans, von wegen, wie viel hat mein Gegner? Und ja, da hat er auch gesehen, dass sein Gegner verdammt viel hat, dass da so viele Basen dem Zerg gehören. Und damit kommt das GG von Atosis. Jeon macht hier das 1-0 und positioniert sich hier klar als stärkerer Spieler. Hatte damit Atosis eigentlich wenig wirklich Stress. Er stand die ganze Zeit gut defensiv und hat seinen Tactor nach vorne gebracht, um einfach Atosis zu zerlegen. Das war Map 1, wir gehen in Map Nummer 2. So, weiter geht's auf der Allzeit-Klassiker-Karte, nämlich Fighting Spirit. Wir sehen hier einen SCV-Scout. Und ja, was der sieht, ist nämlich das Interessante, denn Jeon spielt ordentlich greedy. Hat ein paar Linge draußen, ja, aber er hat sich hier ein 12er-Pool gegönnt, danach expandiert, danach eine Makro-Edge gestellt, nimmt bereits ein zweites Gas, baut bereits einen Leertag, hat den Leertag auch gleich fertig. Also er war da richtig greedy unterwegs, wenn das ein Atosis hat, wieder seine Bio gesammelt, hat einen Turex-Opener hier gespielt, holt sich jetzt die Academy mit dazu. Also er hat jetzt auch zwei Basen und hat eben die Feuerpower mit den Marines. Das ist der Zerg wirklich gut greedy unterwegs. Weil ich mein Speed-Upgrade ist da. Und jetzt kommt der Spire mit dazu. Two-Base-Spire. Und mit der Mach-Wedge. Also da hat momentan der Zerg einiges. Kriegt auch nochmal ein SCV hier. Er kriegt das SCV hier. Damit ist das Thema auch erledigt. Mehr Drones. Und Speed-Upgrade ist auch gleich fertig. Atosis wird hier, denke ich, einen Push starten wieder mit Stim. Oder zumindest versuchen. Stim wird nämlich jetzt begonnen. Da kommt auch wieder die eBay mit dazu. Und da kommen die ersten Medics, die ersten Sunnies. Aber trotzdem, Jeon hier, der Spire ist schon fleißig weit fortgeschritten. Bis Atosis drüben ist beim Zerg, sind die Mutas auf jeden Fall schon ein Thema. Weil man sieht hier, Stim braucht auch ein bisschen wiedergehen, ein paar Linge rein. Einfach nur, um SCVs zu snipen. Kriegen auch eins, drei Linge hier zusammen, wobei sie jetzt hier nur schwer wieder rauskommen. Buggen auch ein bisschen rum und da wird der Weg gespart. Aber währenddessen rennt der Rest der Linge, die nutzen das als Ablenkung. Was für ein Move hier von Jeon. Rennt einfach rein, kriegt sie sofort ein Reinforcement Marine gesniped. Und da kommt gerade noch ein Medic mit raus, aber es geht schon dessen weiter an. Die SCVs hier, die Dinge haben hier ihren Spaß. Es stören nochmal das Mining von Taran und nochmal Marine gesniped. Diese Dinge sollten eigentlich gar nicht so viel machen. Und Atosis, wenn er nicht nach dem vorigen Spiel schon irgendwie salty war, ist es spätestens jetzt, weil das läuft überhaupt nicht gut für ihn. Das sind Dinge, die ihm nicht passieren sollten. Er verliert nochmal ein SCV hier. Und er hat vielleicht sogar nochmal eins, weil das ist auch ein bisschen abseits. Ja, noch ein SCV. Das Supply Depot wird unterbrochen, noch ein Marine geht down. Und ja, währenddessen werden gerade 7 Mutalisken gebaut. Das ist so das Üble. Und es werden sogar noch mehr, weil sind die Ressourcen vorhanden. Es fehlt kurz ein bisschen an Larven. Da kommt auch der Scan. Der Scan müsste auch den Spire gesehen haben. Falsche Vision. Ah nein, er hat den Spire gar nicht gesehen. Aber den Leertag fertig gesehen. So, es wird ein bisschen Nacht und Tag. Und hier drüben gehen wieder ein paar Länge rein. Aber die werden gut geblockt. Die werden nicht so viel erreichen. Problem ist trotzdem, Mutalisken sind gleich da. Mutas können ziemlich gut gegen die Bio kiten. Natürlich, Stim ist da. Also Stim ist ein Thema, das Ranger-Upgrade kommt auch mit dazu, da kommt nochmal ein Scan von Artosis und zwar diesmal auf die NATO, er hat die Mutas auf jeden Fall flattern sehen und da kommt auch schon die Static Defense, die Sunken Colonies, das ist der Mutaball unterwegs in Richtung Mainvester, war ein Missile-Turret gebaut und die Mutas, wie aggressiv wollen sie sein, sie diven hier auf das Missile-Turret, da kommt die Bio mit dazu, die Marines wollen das nicht zulassen, die Marines werden das nicht zulassen, die Mutas werden hier weiter gejagt, erste Muta geht down und die Mutas bisher ein bisschen übermütig, zwei Mutas gehen down, jetzt werden ein paar Marines gesniped. Da war es schon vielleicht doch ein bisschen zu aggressiv. Er hat es sich ein bisschen überschätzt. Aber er baut Mutas nach. Kann ihn natürlich auch noch weiter nutzen. Er kann weiter nervig sein, aber hier auch wieder mit Missile Turret. Also Atosis Mutas Defense war rechtzeitig ready. Und er kriegt hier ein paar wichtige frühe Mutas gesniped. Also er kann da wieder ein bisschen was ausgleichen, weil das Opening lief nicht gut für ihn. Somit kommt jetzt hier wieder ein bisschen ran. Hat die Marines jetzt hier stehende zwei Grüppchen. Einen an der Natural, einen in der Main. Und die Mutas jetzt einfach auf der Suche nach ihrem Glück. Und ja, jetzt kommt wieder dieses Kiting. Da ging aber nochmal ein Muta down. Und ja, Marines sind am Ende nicht so teuer wie Mutalisk. Ein Muta müsste, glaube ich, locker 4 Marines rausholen, damit sich das lohnt für den Zerg. Also der Trade 4 Marines gegen einen Muta, das kann man eher eingehen. Momentan sind es eher so 1-2 Marines für einen Muta. Das ist nicht nur so, dass sich für den Zerg lohnt. Aber es sind neue Mutas mit dazugekommen. Das heißt, der Ball ist größer stark und hier sieht man eben den Tanz Mutalisken gegen die Bio. Und währenddessen wird der Lurker-Aspekt erforscht. Die dritte Basis wurde gestellt. Und hier rennen Linge wieder mal rein in die Natural. Aber da ist eben der zweite Trupp. Atosis Defense ist hier soweit gut.
Und das war wichtig. Damit, ja, zumindest glitt nicht mehr. Muss eben nur aufpassen, dass es nicht mehr wird. Die Mutas eben, wenn man auf die Mutas gut aufpasst, kann man als Zerg sehr viel damit anstellen. Trotzdem, Cheon gönnt sich natürlich eine dritte Basis und geht hier auf das erste Upgrade, auf das erste Carapace-Upgrade. Beatrice ist hier mehr Starport und er scannt mal wieder. Ich will immer das Falsche an. Ich denke immer, wenn der Klick auf ein Spiel gibt, mir die Vision von dem Spiel, aber dann ist es genau andersrum. Ich schalte damit die Vision von dem jeweiligen Spieler an und aus. Und da wurde die Network gerade gescannt. So, und wir haben hier eben die Transition. Mehr Drones und Lurker-Aspekt ist fertig. Damit die Mutas sind ja nur übergangsweise Harassment-Opener. Das Missile Turret könnte ja auch noch gefährdet sein, wenn man da drauf diven möchte. Genau so nämlich. Man sieht, die Missile Turrets sind da gar nicht so mächtig. Wenn die Mutas wissen, wie sie es anschauen. Da geht es nochmal ein Muta down. Und da stoppen auch mal das ein oder andere SCV und der ein oder andere Modul, weil hier ist auch wenig viel mit dabei. Trotzdem nochmal ein Muta geht down. Aber natürlich, das beschäftigt auch Atosis. Man sieht auch in der Zeit, Makro lässt da immer wieder natürlich nach, weil man einfach mit der Aufmerksamkeit hier beschäftigt ist. Auch Cheon natürlich muss da sehr viel Makro mit den Mutas und jetzt die Mutas langsam werden sie zerrissen von den Marines. Sie haben natürlich auch plus 1 mit drauf. Trotzdem, die Mutas sind noch immer mega nervig. Die hier rumtanzt, aber jetzt wird's teurer. Man sieht, wie low die alle schon sind. Also ein bisschen zu nah dran. Wieder geht Muta down. Es sind nur noch 5. Und die Restarmee rückt mal aus von Atosis hier. Aber er wird die Mutas nicht catchen. Die wechseln hier bereits in den Süden. Und hier kommen jetzt Linge nochmal mit dazu. Und wir sehen jetzt auch Hydra Speed. Da kommt das Kirby Sucker. Oh doch, die Mutas nochmal nah dran an den Marines. Aber es passiert kein weiterer Kill. Aber trotzdem, defense-technisch natürlich. Lurker sind im Morph. Und 5 Lurker auf der Rampe. Keine Chance für Atosis. Ich meine, er hat dieses Mal die Factory bereits durch. Er baut sich gerade eine dritte. Er hat ein Science, eine Science Facility. Er hat einen Control Tower mit Starport. Und damit kann er also auf Science Vessels gehen. Wird auch gerade das erste begonnen. Währenddessen ist, habe ich hier Cheon mit einem eigenen Counterattack unterwegs. Atosis Army ist eben gerade hauptsächlich unterwegs. Aber zweiter Ball ist hier. Ist die Frage, kann Cheon diesen Fight gewinnen? Er hat 3 Lurker hier. Pusht wirklich tief ran, das will man eben auch tun. Und damit sind die Lurker jetzt hier drin und die Marines müssen fliehen. Da wird nochmal vorgesehen, schön auf einen Lurker, ein Lurker wird nochmal rausgenommen. Aber es sind hier nur 2 Lurker, es sind die Marines gegen die Mutas. Und die Mutas sind nur noch zu dritt und das wird Atosis hier halten können. Er kriegt den Lurker raus, er kriegt die ganzen Mutas tot. Und da hat Cheon doch einiges an Supply geopfert. Wer hat hinter den 3 Basen Economy? Die läuft auch gut und er steht defensiv auch stark. Und das sollte also Atosis... Counterattacks sind nicht möglich, er kann ein bisschen belagern, er kann gucken, dass der Zerg keine 4. Basis so schnell nimmt. Aber er kann jetzt sich darauf konzentrieren, seine eigene 3. zu nehmen und hat da jetzt ein bisschen Freiraum, weitere Upgrades zu holen. Und eben auch, wir sehen, Doppel-Factory kommt hier schon, also der Switch wird angedacht Richtung Mac. Wir jetzt hier nochmal schön ein paar Hydras, die man abfarmt. Man sieht halt Rally Points, nochmal so eine Sache. Hier unten ist auch noch ein weiterer Trupp an Terraner, da geht's mal auf den Overlord. Da unten sind 2 Vultures und ein Marine, da kommen nochmal mehr Vultures mit dazu. Die finden hier ein paar der Lurker, man sieht hier auch, wenn die Lurker nicht eingegraben sind. Geht da auch was? Somit immerhin ein Lurker gesniped. Hier drüben wird die Bayer aber gerade gejagt von den Lurkern und den Hydras. Zieht sich da erstmal zurück. Trotzdem 2 ja, Truppen sammeln sich hier von Atosis, können sich aber auch zusammenschließen sogar hier unten. Da wird ein Minenfeld errichtet und wir haben hier mehr im Hatches gerade für Cheon, der gerade wieder am Rüberpushen ist auf die Netzschiffe von Atosis. Diesmal will er nicht zu lange warten mit seinem Angriff auf Atosis Basen, sondern er ist wesentlich aggressiver unterwegs als im ersten Map. Im ersten Map war er wirklich stark defensiv. Und hat Atosis einfach machen lassen und hat ihn am Ende dann überrollt. Dieses Mal ist es so viel aggressiv hier mit dabei auf Fighting Scrap. Und er keilt sich hier durch die ganzen Marines durch. Und Atosis muss hier ein bisschen mehr Army ranbringen, weil die erste Wiesn hier gerade auf dem Weg nach oben. Könnten da eventuell gesniped werden. Da kam die Irradiate auf den unteren Lurker. Der tickt hier nach und nach runter, wird nochmal neu eingegraben. Die Hydras spucken hier auf die Natural. Und da oben wurde gerade die Basis gescoutet, wie auch die ganzen SCVs. Man sieht, man schiebt dann was hochsteckt. Und hier die Hydras gehen so tief rein. Aber die Linie steckt nochmal ordentlich ein. Der Panzer wird gesniped. Und somit sind noch 3 Hydras und ein Lurker. Und die ballen hier sich fröhlich alles um und jetzt kommt die SCVs nochmal vom der Long Distance Mining. Nein, wird nochmal zurückgezogen. Atosis saved seine SCVs. Und jetzt kommen mal neue, die ganzen Vultures von der Rückseite, aber auch neue Lurker kommen hier mit rein. Und hier das Engagement läuft noch immer. Atosis hat mehrere Einheiten verstreut und will das hier jetzt hier nach und nach kriegen. Er hat auch immer Detection, dank Science, was er im Missile tut. Muss jetzt nur aufpassen, dass er wieder nicht zu viele SCVs verliert, aber es sieht gut aus. Er kriegt die Lurker geklärt. Also die werden jetzt schon schade genommen. Hier drüben soll jetzt ein Bunker kommen, aber Hydras schlagen sich da gerade durch. Der Bunker wird zwar fertig, aber der bringt halt nichts, weil die Hydras schon hier sind. Und hier sind noch die ganzen SCVs. Und die müssen jetzt hier weggezogen werden. Ansonsten wird das ziemlich ungefähr Tosis. Der Cheon stellt die Hydras hier drauf und da kommt der Block. Da kommt der Lurker-Block. Ja, der versucht dadurch, sich durchzusteigen. Man sieht, wie lang die Lurker hier durchhalten. Die SCVs werden durchgezogen. Die können wir nur walken. Jetzt mit den Minen, aber die Minen nehmen auch einiges der eigenen Einheiten mit raus. Trotzdem haben die Hydras hier den Highground. Neuer Lurker hier wird...
mal gucken, ob der fertig wird. Zweite Lurk wird nochmal gemorpht. Hydra fightet gegen den Marine. High Ground gehört aber der Hydra und die findet diesen Fight easy und die drüben wieder belagert mit den Hydras. Da kommt jetzt Marine Reinforcement rein in den Bunker, immerhin um die Basis mal irgendwie zu sichern, aber ist halt immer noch die Lurker-Gefahr hier. Und das ist hier einfach nur noch ein Minenfeld mit einem Marine, da kommt eine vierte Basis für Cheon. Und Atosis hier, er rüstet gerade seine Army um auf mehr und mehr Mech, Science Vessels, Panzer, Vultures, mehr Missile Turrets, nochmal eine Factory. Es kommt dann wieder der Hive Tech beim Zerg und hier die Hydras pushen einfach alleine ran, brauchen keine Lurker, ballern sie einfach so durch, hoch den High Ground und gegen die Marines. Die sind gerade wieder raus aus dem Bunker, um zu stimmen, aber ja, das reicht auch nicht. Am Ende ist es hier einfach zu viel Zerg Firepower und die Marines werden alle weggeflext. Und jetzt kann es an das Command Center gehen, das wird bespuckt und das wird ziemlich rapide Hitpoints. Erstes Drittel ist weg und das Ding wird ziemlich laut. Hier ist eben ein Lurker auf der Rampe, das ist das große Problem. Das ist dann die Verdient bestrahlt. Aber der hält trotzdem noch ein bisschen durch, Hydras trauen sie aber nicht weiter auf das Command Center zu committen, also das wird am Leben bleiben. Trotzdem, Atosis ist weiterhin keine dritte Basis verkonnt. Hat hier überall noch ja, die Einheiten rumstehen und Minen sind hauptsächlich. Irritiert die ganzen weißen Punkte. Und das Science Vessel wird gesniped von zwei Scourge. Und da kommt wieder der Quater Spire. Wir sind beim Zergtech schon wieder so weit. Cheon hat das ganze Geld, man sieht, wie viel Gas er auf der Bank hat. Und er blockt doch immer die dritte Basis von Atosis. Hier unten wird aber noch einiges von den Minen rausgenommen. Die Hydras räumen hier über die Karte und wollen so nach und nach alles klären, aber vielen auch einige Hydras dabei ihr Leben. Ihr seht, die Hydra-Masse reicht, um die Minen rauszunehmen, bevor sie irgendwie detonieren können. Und ja, Atosis dritte Basis wird gerade repariert. Aber er ist gleich wieder mit einem Greater Spire konfrontiert. Währenddessen ist Cheon wieder fleißig am Expandieren, nimmt hier Basis Nummer 5, Basis Nummer 6. Also ihm geht's prima in der Economy und er pusht jetzt auch weiter wieder gegen die Minen. Verliert eine Hydra dran. Wenn man einfach zu weit nach vorne läuft, kann man auch nichts machen, aber jetzt ist noch das Overlord mit da und der ist natürlich Detektor. Und somit das Minenfeld wurde abgeräumt. Da ist noch eine hier übrig und hier unten sind noch die paar Minen. Aber Cheon baut wieder die ersten paar Mutas und das sind Mutas, die werden keine bleiben, sondern das wird es vermutlich wieder Guardians geben. Aber dieses Mal kommt Charon Boosters. Da kommt das Range Upgrade für die Goliaths. Atosis hat schon einen groben Plan, was da abgehen soll. Wenn das sind die Scourge suchen nach den nächsten Zeitsätzen, kommen aber nicht ganz ran. Denn die Marines safen das erstmal. Da war der Winkel ein bisschen zu aggressiv, zu steil. Aber Greater Spire ist da, Mutas sind da, jetzt kann es wieder mal losgehen. Drones werden transferiert zur nächsten Basis. Und der Zerg, ja, er hat Basen ohne Ende. Der hat sehr viel Spaß hier. Man baut den nächsten Nydus-Kanal, um das weiter zu verbinden. Da kommt Flyer Attacks, da kommen mehr Mutas. Man könnte auch auf Mars Mutas gehen, das wäre irgendwie auch lustig. Ich meine, Gas hätte er dafür. Aber Mutas sind im direkten Engagement einfach nicht so toll. Ja, das Minenfeld hier unten wurde geklärt, die Hydras sind hier fleißig unterwegs. Und wir haben jetzt eben, ja, doch richtig viele Mutalisken im Baum. Und Antia beim Terraner ist eben... Ja, es sind zwei Goliaths. Ey! Es werden aber auch gerade keine mehr Goliaths und es bleibt bei diesen beiden. Mein Atosis, er hat an sich eine große Army. Problem ist trotzdem, der Switch auf die Mutas wird ihn ziemlich übel erwischen. Und man sieht auch wieder die Map-Vision von Cheon wieder mal. Die roten Punkte auf der Karte, überall. Atosis hängt halt in seinem Eck da oben links. Und versucht ihn wieder mal raus zu pushen aus diesem Eck, aber überall fangen ihn Zerg-Einheiten ab. Überall ist hier Zerg. Da kommt jetzt nochmal ein Defiler-Pit, da kommen noch mehr Mutalisken. Und bisher wurden die Mutas noch nicht transformiert. Aber sie sammeln sich hier oben. Das könnte jetzt vielleicht noch kommen, weil es ist so viel Geld dafür, Cheon, und auch Supply ist frei, um dann Morph anzusetzen. Da kommt er doch, 12er Guardian-Morph. Eine volle Kontrollgruppe. Und ja, die können hier auch schön den Highground ausnutzen. Da können Missile Turrets nichts dagegen machen, da können die Goliaths auch nicht so viel dagegen machen. Das ist einfach eine richtig eklige Situation für Atosis. Der Zerg ist einfach schon wieder so weit vorne, kann sich so viel leisten. Hier die Hydras, wir werden nochmal angegangen von den ganzen Vultures ab Minen. Oh, die Mine räumt nochmal gut ab für Hydras. Da wird nochmal gescannt, Atosis war hatte gescannt. Okay, die neuen Basen sieht ihr hier. Die Guardians hatte, glaube ich, noch nicht direkt gesehen. Das ist nämlich auch keine direkte Anti-Reaktion. Er baut nochmal ein Missile Turret, aber es ist mehr ein obligatorisches Missile Turret. Vulture wird von den Drones gekillt. Hier sind nochmal Vultures übrig. Und ja, es ist immer noch viel verstreut auf der Karte. Auch die ganzen Barracks sind hier als Scout unterwegs, weil eben der Switch auf Mech kam. Aber hier, es geht nicht mal auf die dritte. Es geht einfach direkt auf die Front, direkt auf die Natural Panzerland. Gerade an sich schon, da wäre Goliaths gegen Guardians. Aber Guardians 12 Stück. Noch nicht mal ganz plus 1 Attack mit dabei. Jetzt kommt der Scan auf die Arme. Jetzt sieht Atosis, was für ein Problem da auf ihn zukommt. Und er haut einen Radiate raus. Da wird gegen gemicrot. Da kommt die Goliath-Rakete. Man sieht, die Goliaths machen guten Damage. Das ist nicht das Problem. Problem ist, die Goliaths sind einfach gerade zu wenig. Radiate reicht auch nicht, um die Guardians alle rauszunehmen. Somit wird einfach der Terran nicht hier niederharassed. Muss die Panzer zurückziehen. Muss 7 Goliaths auf einmal bauen. Aber hat Atosis die Zeit, um 7 Goliaths, um die Goliath-Masse aufs Feld zu kriegen, die er braucht, um dagegen zu defenden? Man sieht hier, die einzelnen Goliaths können nicht viel tun. Wir werden einfach sofort gesniped. Jetzt geht's weiter auf die Tanks.
Und die Hydras warten einfach nur drauf, dass der Tank-Count so low ist, dass sie hier mit reinpushen können. Weil wohl jetzt die Guardians natürlich dafür da. Macht den Tank-Count weg und danach können die Hydras den Rest erledigen. Und das ist jetzt eben auch der Fazit, der Unseach kommt. Da kommt nochmal ein schönes Irradiate. Macht auch sehr viel Splash-Damage auf den Hydras unten runter. Geht nochmal ein weiterer Guardian down. Trotzdem, der Sock drückt sich jetzt hier rein und Atos ist sein Army Supply. Es ist gefährlich. Low ist nur noch zwei Panzer gegen die ganzen Hydras. Man sieht auch, wenn die Golems hier nochmal an die Guardians rangehen, Problem ist die Hydras inzwischen unten, weil kein Splash-Damage mehr gegen die Hydras vorhanden ist. Und da geht ein Command Center down. Da waren zwei Command Center fallen. Da hat Atos es einfach nicht. Er ist 40 Supply, 50 Supply hinten. Und da kommt auch das GG und Jim. Sehr dominante Vorstellung von ihm. Würde mal sagen, vom Spielstil her und auch von der Qualität her, klare Favorit der Gruppe B. Aber er hat dann das Mindestmatch gegen Noni vor sich. Und das Losers-Match wird Atosis gegen Seth. Und natürlich in der Gruppe A kamen weiter Dracon in Control. Und die sind auch bei der. Also, ja. Jim hat jetzt mit Atosis nicht so viel Schwierigkeiten. Mal sehen, wie weit sich Atosis noch kämpfen kann. Nach dem Losers-Bracket. Aber das sehen wir dann im nächsten Game. Das war auf jeden Fall. Ja, die Zerstörung von Atosis durch Jeon war relativ einseitig. Hat einfach Atosis da wenig Möglichkeiten gelassen. Er war sogar ein bisschen überaggressiv manchmal, Jeon. War da gerade in der zweiten Map, die erste Map, war das sehr, sehr abgeklärt gespielt. In der zweiten Map war ein bisschen aggressiv unterwegs und da hat Atosis auch ein paar gute Defenses fertiggebracht, aber hat am Ende einfach nicht gereicht. Jo, das war's mit diesem Cast. Vielen Dank fürs Zusehen. Bis zum nächsten Mal und ciao.